Willkommen, willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Und wir sind weiterhin in den endlosen Pfaden unterwegs, unterhalb unserer Festung. Die Truppe hat ziemlich einstecken müssen. Wir haben zum Glück noch ein Lagerfeuer. Und warum sind wir hier unten? Naja. Der gute Ort Nur, der hier dieses Labyrinth unterhalb der Festung gebaut hat, irgendwie sorgt er dafür, dass es in der Festung nicht mit positiven Vibes zu sich geht, und die Burgvogtin hat uns geraten, dass das sinnvoll wäre, wenn wir noch den endlosen Pfaden aufräumen würden. Und genau das machen wir. Die endlosen Pfade, die werden ihrem Namen gerecht. Ich bin hier schon gefühlt mein halbes Spielzeitleben in Pillars of Eternity hier unterwegs. Und es macht aber auch einen Heidenspaß. Ich habe hier viel gelernt hier unten. Ich bin auch stellenweise mal raus. Gehe in Radrix' Festung. Und habe dort auch gut Federn gelassen, aber habe auch einiges gelernt. Und ja, das ist für mich alles Teil eines Abenteuers. Pillars of Eternity ist insgesamt ein Abenteuer. Und wir gucken uns jetzt doch mal an, wie wir hier mit diesem Riesen fertig werden. Und ja, stimmt, fertig gebaut ist was. Fertig gebaut ist. Was habe ich eigentlich zuletzt gebaut? Ja. Die Hauptburg, den östlichen Wachturm, den westlichen Wachturm. Bibliothek, Kaserne, es gibt die Händlerstände, genau, die Händlerstände. Bedeutet, wir können jetzt innerhalb der Festung haben einen Händler und können dort ja, handeln. Und das ist gut, dann brauche ich nicht extra da nach Goldtal. So, was kann ich noch so lange bauen, solange wir hier noch unterwegs sind? Magierschmiede. Nein. So, Burghof. Verschiedene Bedarfsgüter, um die Festung autark zu halten. Verbesserung ermöglicht es dir, die Anlagen noch weiter auszubauen. Türme, Wahrnehmungsbonus, südliche Ringmauer. Mittlerweile habe ich echt gut KP. Also, so ruinös es zuvor war, aber durch das Verkaufen meines ganzen Loots und irgendwie durch das Questen habe ich doch einiges hinzubekommen. Okay, was wäre jetzt sinnvoll? Eine Kaserne wäre mir wichtig. Na, die sollen die Festung bei Angriffen verteidigen. Und ich bin mir sicher, dass das nicht mehr lange dauern wird. Ein Oger. Wunderbar. Direkt eine Herausforderung. Guck mal, ob wir ihn umhauen können. Wir sehen nämlich noch nicht seine Verteidigungswerte oder Resistenzen, die er hat. Ja, Vanya kommt da nicht durch. Ich schick den guten Eder mal außen rum. Ah, er kommt nicht außen rum. Ich schick den Wolf außen rum. Jetzt. Jetzt kann ich auch Vanya angreifen. Oh, das sieht gut aus. Oga verträgt nicht viel. Ein bisschen spät das Phantom gecastet, Kana, aber naja. Der Wille zählt. Jetzt haben wir Ogerblut. Wenn wir Ogerblut haben, können wir auch gleich mal quick saven. So, wohin geht's als nächstes? Wir brauchen nur noch ein einziges Relikt. Von welchen Relikten spricht der Mann? Und diesen hier. Eins, zwei. Ein einziges brauchen wir noch. Und dann können wir uns dieser ominösen Tür begeben, der ich Ort Nur vermute. Fette Falle. Wo gehen wir lang? Gehen wir hier lang? Oder gehen wir da lang? Wir gehen hier lang. Wenn hier eine Falle ist, hat das seine Gründe. Du kannst die Falle nicht entschärfen. Für diesen Zweck habe ich etwas. Im Petto. Wo ist es? Hier. Steiger die Mechanik. Ne. Wo
ist es? Ah, ich glaube, das ist es. Plus 3 Mechanik. Benötigt aber 4 Wissen. Oh. Okay, kurzer Check. Wer hat 4 Wissen und bei wem lohnt es sich noch? Kurzer Vergleich, er hat Mechanik 4. Also irgendjemand müsste die Mechanik, müsste höher in Mechanik kommen. Wir hatten Mechanik 2 vielleicht. Hier Mechanik 3 und Wissen 7. Durance. Altes Haus. Gucken wir mal, ob das klappt. Also ich muss hier reinbasteln. So, Durance. Ich hoffe, es zieht. Ach, der wirkt das auf alle, oder wie? Ja, gucken wir mal. Mechanik 6, Mechanik 7. Wundervoll. Und vor allem verstecktes Objekt gefunden. Ich glaube, es hätten wir so nicht gefunden. Ich entschärfe jetzt erstmal. Ich hoffe, es klappt jetzt. Yes. Wunderbar. Und das ist halt auch, also... Ich will nicht verallgemeinern, aber ich habe das schon häufiger mal in Spielen gehabt, dass ich, ich gehe mal noch ein Stück zurück, dass ich Schriftrollen und Buff-Food und was weiß ich für Kram hatte und das sich eigentlich nie so wirklich für mich so ergeben hat, dass ich gesagt habe, okay, ich muss das jetzt, ich brauche das jetzt. Also es war oft so, dass ich das Gefühl hatte, ja gut, das hat jetzt nicht so wirklich die Relevanz für mich. Und das ist hier häufiger anders. Wie lange wirkt das denn? 132 Sekunden, dann soll er sich mal beeilen. And the fire shows me something new. Ja, die wollen sich entschärfen, das ist natürlich ganz doof. Kann ich ihn trotzdem entschärfen lassen? Ja, die läuft da rein, glaube ich. Ja, das waren ja... das sind ein paar Ogre. Vielleicht habe ich Glück, wenn die laufen in die Falle. Ah, die Falle entschärft. Wunderbar. Aleph hat gleich mal hier dick auf die Dings bekommen. Und, wir haben noch kein Skelett zur Verfügung stehen. So, wo steht Aleph denn? Warum? Warum hat er so viel Schaden reingefahren bekommen? Das ist natürlich doof. So, und er selbst. Was ist das mit den Druiden erblinden? Ich hoffe, er rennt nicht weg. Ah, das sieht gut aus. Okay. Verblüffendes Spektakel, bitte. Okay, der Rest macht das mal sein Ding. Langsamer Modus aktiviert. Ich hoffe, die Skelette procken bald. 15 Sekunden dauert es. Der Kampf muss 15 Sekunden andauern. Boah, noch mehr, was ist denn da los jetzt? So, der Druide, der muss umgenietet werden. Okay, das ist gar nicht gut. Noch schlechter. Das wird heftig. Das wird enge Kiste. Scheiße. Gut, dass ich schnell gespeichert habe, denn ich werde drauf gehen, nehme ich an. Ja, Durance ist auch tot. Das ist schon durch. Können wir direkt neu laden. Da muss ich wieder kiten. Runterziehen. So, der Mechanik-Buff ist noch drauf. Die Truppe geht trotzdem noch kurz mal runter. Ich hoffe, es hebt noch für die Zeit. Genau, okay. Nebelauge darf hoch. Das allererst die Falle entschärfen, weil ich glaube, nachher kriegen wir sie nicht entschärft. Ja, wobei, wir wissen, die ist da, aber ich lasse sie mal da. So, da kitet jetzt nur ihn hier. Es werden noch der Rest kommen, aber die von rechts, die werden wir hoffentlich nicht am Sack haben. So, Bewegung. Und raus. Ja, sind ein paar weniger, aber ich glaube, Durance muss hier direkt eingreifen auch.
Rüstung des Glaubens. Schadensreduktion, ja. Das gibt's nicht. Das ist übel, was die da auspacken. Ein Schaden. Also Banya fällt direkt um, das ist übel. Ah ne, sie steht noch. Aber trotzdem, also. Ich werde da wenig Land sehen. So, wo ist diese Blase? Es gibt so eine Schutzblase. Ich muss ja immer noch suchen. Der hat so viel Zeugs und diese. Ja, diese Symbole. Die erschließen mich. Ja, lassen mir nicht gleich direkt drauf schließen, was das Einzelne ist. Ich habe selten so Probleme bei Spielen. Da reinzukommen, aber das liegt bei Anduins, weil er kam gleich mit so vielen Zaubern rein. Was ja gut ist, aber nichtsdestotrotz ist das schon heftig. So. Genauigkeit aller Feinde verringert. Machen wir's mal. So. Was war das? Wow. Nein, und du uns ist schon tot. Warum? Echt übel. Die Uhr teilen gut aus, und das Problem ist, wir haben auch kein Lagerfeuer mehr. Also im Grunde genommen ist es vergebene Liebesmühe. Ja. Da gehen wir erneut drauf. Heftig, heftig, heftig. Ich hoffe, die stehen nicht zwischen mir und dem dritten Relikt. Deswegen, ich mach's jetzt anders. Ich gehe jetzt mit denen rechts rum. Hat alles keinen Sinn. Denn, also klar muss sein, clearen kann ich das mit der Truppe aktuell noch nicht. Also komplett hier alles aufdecken. Aber ich brauche nur das dritte Relikt. Das würde mir schon vollkommen reichen erstmal. Und dann zur Tür gehen, hoffen, dass ich Ordnur besiegen kann. Wenn nicht, weiß ich zumindest, okay. Was Phase ist und kann dann mit der Truppe gestärkt reingehen. Irgendwie greift der Wolf nicht an. Och du Scheiße. Und da ist noch ein Ogre-Druide. Das wird ja, kommst ja von einer. Vom Regen in die Traufe. Ja, das wird ja wahrscheinlich erstmal gesprochen jetzt. Nee, doch nicht. Okay, wir machen es jetzt anders. Jetzt gehen wir direkt auf die Ads. Du darfst gleich mal segnen. Kannst du gleich direkt reinballern. Direkt reinballern. Direkt umhauen. Und Banya auch noch. Schauen wir mal, wie es läuft. Ist gut, dass der Wolf auf den Druiden geht. Boah, Erlof. Erlof ist direkt umgehauen worden. Warum? Wie übel. Ah ja, hier. Ogre-Druide landet einen kritischen Treffer bei Erlof. Für 73 Stechschaden. Zusätzliche Effekte für 17,3. 73 Stecher direkt One-Hit-Crit. Ne, One-Hit-Kill, ich weiß nicht. Doch, Crit war es, aber trotzdem. Bitte. Das ist ja übel. So, Ruf der Götter. Das können wir gut gebrauchen. Und jetzt darf er anfangen zu pulsen, weil. Ich sehe schwarz. Heftig.
vor allem dieser normale Ogre, allein der schon, der fällt kaum. Heftig, heftig, heftig. Wow. Der Druide zeigt gut aus. So, erstmal Angriffsbindung lösen, wenn er es noch schafft. Nein, nicht geschafft. Okay, sieht sehr schlecht aus. Wie übel ist das? Pulst er eigentlich noch? Ja. Wird aber nicht viel bringen. So. Skelett auf dem Druiden erstmal zur Ablenkung, weil... Es ist nicht schön, was er da macht. Ja, kann er gerade weiter pulsen. Übel, übel, übel. Ja, das wird wieder nichts. Ich glaube, ich muss echt weiter zur Trutzbucht. Dieser Ogre selbst, quasi das schwächste Glied von diesen dreien, steht wieder eins. Ja, heftig. Okay, verdammt. Mir fehlt nur ein Relikt. Na gut, dann beißen wir in den sauren Apfel. Man sollte... wissen, wann es kein Weiterkommen mehr gibt. Zumindest an der Stelle. Ich gehe jetzt außen rum. Ignoriere mal die Ogre. Und gucke, ob hier vielleicht trotzdem noch irgendwie ein Relikt kommt. An das letzte. Mann, 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 an das letzte Relikt. Ja, also. Mit einem Ogre sollten wir klarkommen. Betonung liegt auf sollte. Also ein Ogre ist echt kein Problem, aber der Druide, das haben wir vorhin gesehen, der hat Alof mit einem Hit umgehauen. Und sobald das passiert, ist natürlich A, ist die Moral im Arsch. Ja, und B, sind wir dann gut geschwächt einfach. Das ist einfach in dem Spiel hier so. Das merkt man, also ich merke es zumindest sofort, wenn ein Gruppenmitglied down ist, dann ist Schluss mit lustig. So, jetzt haben wir zwei Stück. Erstmal Rüstung des Glaubens. So, erwischt ihn noch. Ja, hat sie erwischt. Das geht alles noch an der Stelle. Wunderlich, dass die Ogre nicht Resistenz hingegen umwerfen. Aber es freut mich, dass es so ist. Ja, komm schon. Der kriegt mir zu viel ab, deswegen will ich sie eigentlich gerade weg haben, aber wenn sie wieder zurück rennt.
Check-up. Jetzt kommen wir nach rechts, kann hier die Treppe wieder hoch und links oben auch noch untersuchen. Okay. Not a problem. Ja, das sind harte Zeiten in den endlosen Pfaden. Wirklich harte Zeiten, ja, das hat er auch schon verstanden. Nice and quiet. Und ja, ich hoffe, ich komme noch irgendwie an das dritte Relikt, dass ich zumindest durch die Tür kann, zumindest gucken kann, ob da unten nur dahinter hockt. Und falls ja, zumindest mal versuchen, gegen ihn zu kämpfen. Ansonsten geht's weiter, dann gehe ich in die Trutzbucht, ich raus und werde zur Trutzbucht gehen, der Hauptstory weiterfolgen und die endlose Pfade noch ein bisschen endlose Pfade sein lassen. Aber das wird nicht das Ende aller Tage sein. Und ich hoffe, ihr seid dabei bei Pillars of Eternity. Auch ein Spiel mit uneingeschränkter Kaufempfehlung. PS4 oder auf dem PC. Holt's euch, wenn ihr RPG-Fans seid. Vor allem, wenn ihr CRPG-Fans seid. Klassisches RPG. Göttliches Game. Ich bin draußen. Bis zum nächsten Mal.